Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Heavy Rain. Wir sind im großen Finale, da kommt Ethan. Madison ist auf dem Weg und Shaden sollte eigentlich, also unser FBI-Agent hat, weiß es eigentlich auch. Okay. Okay. Das erinnert mich an irgendwie Jason. Ey, da vorne ist das bestimmt in dem Gitter. Ich suche schon seit langer. Langer Zeit, Ethan. Okay, da stehen sie sich gegen. Suche nach einem Vater, der es schafft, zu tun, was meiner nicht konnte. Sich selbst zu opfern, um seinen Sohn zu retten. Oh, ich suchte. Der ist gestört. Und dann dachte ich an sie. Okay, das war der Tod von seinem anderen Sohn. Ich hoffe, dass wir Sean da irgendwie lebend rauskriegen. Diese Mal. Um einen Vater zu finden, der seinen Sohn rettet. Nur für einen Vater? Haben Sie eine Ahnung, wie es sich anfühlt, für seinen Vater völlig wertlos zu sein? Glauben Sie es? Die Opfer haben genauso gelitten wie ich. Ich habe Ihre Tests bestanden. Jetzt will ich meinen Sohn zurück. Er ist dort. Sie müssen nur das Gitter öffnen, Ethan. Okay, Shaden ist da. Okay, jetzt müssen wir nur noch schon rausfinden. Okay, haben wir eine Brechstange oder so? Ich habe, glaube ich, jetzt nicht so lange Zeit, aber was. Oh, da ist was. Damit sollte es gehen, oder? Okay, das ist offen. Hol ihn raus. Oh Gott, der sieht tot aus. Komm. Komm, zieh ihn raus. Vielleicht können wir ihn wiederbeleben oder so. Okay, und jetzt sind wir eher. Okay, jetzt hinter ihn. Okay, ich vermute mal, jetzt kommen ganz viel Quick Climb. Also wenn ich die Chance habe, ihn zu erschießen, dann erschieße ich ihn. Aber ich glaube, verhaften bringt da wenig. Ich kann gerade nichts drücken. Weh. Runter da. Ich glaube, man kann hier richtig easy sterben. Runter. Es hat sich meine verkackt. Alter, kann der mal aufhören, laut Müll nach uns zu schmeißen? Hoch. Alter, das war knapp. Rüber. Ah. Ganz oft ah. Auf Position. Zielperson ist bewaffnet und gefährdet. Der Befehl lautet, schießen ohne Warnung. Ich wiederhole, schießen ohne Warnung. Ash, Scharfschützen bereit? Ja, Lieutenant. Warten aufs Kommando. Perfekt. Diesmal kriegen wir ihn.
Wir erledigen ihn, sobald er seine hässliche Fresse zeigt. Hey, Sie da! Was machen Sie? Lieutenant, ich bin Madison Page, ich bin Journalist. Ich kann beweisen, dass Mars unschuldig ist. Er ist nicht der Origami-Killer. Ash, was will die Journalistin hier? Es sollten doch alle das Maul halten. Bring sie weg, sie steht im Weg rum. Okay, Lieutenant. Na los, kommt. Sie machen einen Riesenfehler, Lieutenant. Ich kann Ethan Mars Unschuld beweisen. Oh. Oh Gott, jetzt geht's da weiter. Jetzt war da eine kurze Ruhephase und jetzt geht's hier wieder voll actionreich weiter. Ach, oh, Alter, Scheiße. Okay. B. B. Hoch. RB. LB, bitte beleb ihn wieder, bitte. Nichts. Bitte. Atme. Du musst atmen. Bitte. RB, LB. Runter. Komm, ich habe doch alles getan, was ich konnte. LB, runter. LB, runter. Komm, bitte. Bleib bei mir. Bitte. Lebt er nicht? Oh Gott, sein Finger, ich kann es gar nicht anschauen. Ich hoffe, dass das überlebt. Gott. Er lebt! Okay, aber tatsächlich gibt es ein Problem. Also wir müssen jetzt da oben den anderen fangen. Dad, ich hab gewusst, dass du mich rettest. Ach, das war knapp. Schaff sie verdammt nochmal weg. Mars ist unschuldig, verdammt. Er war's nicht. Hey, was soll das? Okay. Wir retten jetzt mal wieder Ethan. Alter, was soll denn das? Sie kommt da oben wieder in den Scheißkampf. Erklären. Du bist tot, bevor du dazu kommst. Alter. Hör zu. Wir gehen zusammen da draußen mit erhobenen Händen. Dann können sie nicht schießen. Ich kann deine Unschuld beweisen, Ethan. Selbstverständlich macht er das. Hör zu. Ich weiß, dass ich dir nicht getraut habe. Ich habe nur an Sean gedacht und ich... Schon okay. Das Wichtigste ist, dass du ihn retten konntest. Okay, jetzt geht da oben wahrscheinlich der Fight weiter. Rüber. Er hat einen Hammer, das ist nicht gut. Ich vermute allerdings, dass wir wirklich Norman verlieren könnten. Hoch. Okay, ich glaube, er fällt jetzt da rein. Okay, wir helfen ihm, komm. Ich hoffe einfach mal, er ist jetzt nicht so ein Arsch und killt uns deswegen. Okay, er killt ihn deswegen. B.
B, ganz schnell B. Ach man, ich wollte einfach nur nett sein. Es tat mir leid, okay? Also wenn wir jetzt halt deswegen sterben sollten, dann zählt das nicht, weil ich einfach nur ein tödlicher Mensch sein wollte. Bitte, bitte, bitte. Okay, ja, er fällt. Aber bitte nicht unser FBI-Agent. Bitte. Bitte, kann ich retten. Bitte, bitte, bitte. Okay. Okay, der andere ist tot. Und ich denke, er ist gerettet. Auch der Turm stürzt ein. Das wäre natürlich kacke. Ja, doch nicht. Okay. Ja, der Origami-Killer ist tot. Dahin gut. Alter. Wir haben es geschafft, Leute. Jetzt müssen wir nur noch der Polizei davon überzeugen, Ethan nicht zu erschießen. Bitte erschießt jetzt Ethan nicht. Also. Okay, wir haben. Alter, drei Errungenschaften. Vier Helden. Ich glaube, ich habe den höchsten Sieg gehabt, was man machen kann. In einem Schacht festgehalten worden. Der große Erfolg dieses Einsatzes war nur möglich dank der Tapferkeit von Ethan Mars, der selbst bisher unter Mordverdacht stand. Nur mit Hilfe seines Muts und seiner Beharrlichkeit gelang ihm die Vereitelung der des Origami-Killers. Der Commissioner selbst entschuldigte sich heute öffentlich bei ihm. Die Schlagzeile des Tages. Laut offiziellen Polizeiangaben ist der mutmaßliche Origami-Killer identifiziert. Scott Shelby, 48, ehemaliger Lieutenant. Er gab sich als Detektiv aus, der im Auftrag der Familien der Opfer ermittelte. Shelby wurde während eines Polizeieinsatzes getötet. Weitere Details wurden bisher noch nicht... Es ist aber nicht schlimm, dass er getötet wurde. Danke. So, was geht hier jetzt? Ist das nicht Madisons Wohnung? Sagen wir mal, ein Freund hat ein bisschen geholfen. Wenn wir wollen, gehört's uns. Ich glaube schon, gefällt's. Hey Dad, ich hab mein Zimmer gefunden. Na? Wie ist es? Es ist perfekt, Ethan. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es mit allem vier durchschaffen. Ein ganz normales Leben führen und irgendwann wird uns alles wie ein böser Traum erscheinen. Wir haben es uns verdient, glücklich zu sein. Ja, das stimmt. Wir alle drei. Ah, er hat ja auch noch eine Mutter. Vielleicht sollten wir das jetzt auch nicht unbedingt vergessen. Der Sohn hat neben hier Madison, der Pflegemutter, auch noch eine richtige Mutter. Lass uns reden heute Nacht. Unser Gast zieht diese Woche das Cover des World Magazine und wird von unserer ganzen Nation als der neue Held gefeiert. Eindrucksvoll beendete er fast im Alleingang die grausame Serie von Morden, verübt von dem Mann, der Shane als Origami-Killer bekannt wurde und rettete den kleinen Sean Maas. Entschlossenheit, Mut und Intelligenz. Aber auch nur dank der Madison. Norman Jayden. Guten Abend. Ich hoffe, er ist von seinen Drogen weggekommen. Das ist das Einzige, was ich ihm wünsche. Komm, hör auf mit dem Scheiß.
Er ist von den Drogen weggekommen. Das freut mich. Okay. Kriegt er jetzt eine Auszeichnung? Vielleicht wird er rausgeschmissen, weil er eigentlich nicht mehr im Fall gebunden war. Er hat zu viel öffentliche Aufmerksamkeit. Ich glaube nicht, dass man ihn einfach rausschmeißt. Nee, er hat ein schöneres Büro bekommen. Und auch neue Mordfälle lösen. Ich denke, er ist ein ganz guter Cop. Er hat keinen getötet. Anders als Blake. Was ist das? Ist das ein Virus? Was ist das? Ich hoffe, er wird es nicht umgebracht. Von den Drogen. Ich habe keine Ahnung, was das sollte. Okay. Lauren steht da jetzt. Trauert um ihren Sohn. Er war mein Sohnsgott. Oh. Hast du daran gedacht, als ich in deinen Armen lag? Also ich könnte es natürlich einen Cut machen. Ich glaube, wir machen eine lange Folge. Warum hast du das nur getan, Scott? Es gibt keine Entschuldigung dafür. Nee, die gibt's wirklich nicht. Wir haben echt viel überwunden. Wir haben echt viel geschafft. Wir haben viele Fallen drin. Wir haben alle Quicktime-Events so gut wie es ging gemeistert. Es ist keiner gestorben. Okay. Das sind jetzt wohl die Credits. Alter, das haben wir nicht gemacht. Ja, wie soll ich sagen? Ich denke, dann kommen wir mal zum Schlusswort des Ganzen. Also ich fand, das Spiel war richtig nice, also von Gedanken her, also von diesen Quicktime-Events und vor allem diese eine Bewegung machen, da wäre ich jetzt beinahe wahnsinnig geworden. Ich wollte das Ganze abbrechen in der ersten Folge und gar nicht erst hochladen. Aber ich bin froh, dass wir es durchgezogen haben. Wir haben das echt gut gemeistert. Es war echt ein cooles Spiel. Ich fand es auch cool, eigentlich aus der Sicht des Mörders zu spielen. Das hat halt noch zusätzlich für diesen What the Hell-Effekt gesorgt. Sehr geil hinbekommen, danke. Ja, weil wir in der ganzen Zeit aus der Sicht des Shelbys gespielt haben und ja, und wir wussten nicht, dass er der Mörder ist und wir wären auch gar nicht drauf gekommen. Wir dachten alle, das wäre ein Privatermittler. Ja. Ich fand das cool, aus den verschiedenen Perspektiven zu spielen. Wenn ich es jetzt vergleichen müsste mit Beyond Two Souls, was oft im Internet verglichen wird, finde ich aber Beyond Two Souls immer noch ein bisschen besser, einfach weil es nicht so... Es ist zwar auch konfus, aber es ist nicht diese dauerhafte Personenwechsel und alles. Da fand ich dann das schon besser. Aber ich fand Heavy Rain ist ein verdammt geiles Spiel. Ich finde schade, dass es keinen zweiten Teil gibt. Und es ist ein bisschen kurz. Also wenn man jetzt denkt, was haben wir jetzt dran gespielt? Nicht so viel. Und ja, also ich finde halt die Geschichte, die hat halt so ein Plot-Twist irgendwie nach dem nächsten so drin. Und dass der Shelby der Mörder ist, da kommt man ja gar nicht drauf eigentlich. Also ich bin auch froh, dass sie alle überlebt haben, außer halt der Shelby, aber... Tischdecken am Anfang war ja schwieriger. Ja, da habe ich echt überlegt, ob ich das Spiel abbreche. Wegen diesen scheiß Quicktime-Events. Aber ich bin froh, dass wir es durchgezogen haben. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Auf YouTube gehen jetzt noch ein paar Tage diese wunderschönen Folgen online, wo wir jetzt heute aufgenommen haben.
Naja, wir haben jetzt fast 4 Stunden gespielt. Das heißt, das sind... Ja, 2 Wochen lang wird es jetzt ungefähr Heavy Rain noch geben. Und dann widmen wir uns einem anderen schönen Projekt. Ja, ist so in der Art, so ein Spiel zu spielen, ist jetzt nur noch Life is Strange und das haben wir bereits gespielt. Allerdings gibt es von Life is Strange schon einen 2. Teil und auch Life is Strange True Colors, die ich beide nicht gespielt habe. Also ich habe weder Before the Storm gespielt, noch das. Ich habe die aber. Also es ist gut möglich, dass wir demnächst auch noch Life is Strange, also die anderen Teil von Life is Strange spielen. Aber ich finde, das war jetzt eine coole Erfahrung. Das wollte ich unbedingt durchspielen tatsächlich mit euch. Ich habe das ehrlich gesagt auch privat nicht durchgespielt. Ich habe das privat bis zur, ich glaube, wo er sich den Finger absäbeln musste. Das war die letzte Aufgabe, wo ich gespielt habe. Ich habe davon nur das Let's Play habe ich, glaube ich, auch nicht mal vollständig angeschaut. Also ich wusste, dass der Shelby der Mörder ist. Ich hoffe, ich habe euch das gut verschweigen können. Aber ich meine mich nicht mehr an das Ende erinnern zu können. Also ich glaube, ich habe das Let's Play nicht vollständig gesehen und das war, wenn dann eh Kronk oder Musashi. Aber allen in allen fand ich dieses Spiel richtig nice. Auch mit diesen Sachen, wo man sich entscheiden muss und alles und dass es so abweichende Enden gibt, finde ich ja eh immer cool. Ja, auf jeden Fall, ich fand es ein cooles Spiel. Wie gesagt, die Steuerung hätte besser sein können. Das ist eigentlich das Einzige, was ich dran zu bemängeln habe. Ansonsten war das wirklich ein Top-Spiel. Also wenn irgendjemand mal was Spannendes spielen möchte und das Spiel halt noch nicht vorher gespielt hat, weil sonst wissen wir ja, wie es ausgeht, ist dieses Spiel nur zu empfehlen. Also wirklich, ich kann jetzt nichts Schlechtes außer halt die Steuerung darüber sagen, aber mit diesen kleinen Maus-Controller hin und her wechseln haben wir das ja auch ganz gut gemeistert. Ansonsten Story top, Übersetzung auch top. Also ich meine, das Spiel war komplett auf Deutsch. Da hat nur schon Schrecklicheres. Insgesamt flüssig ist es auch gelaufen. Und wenn ich meine, das Spiel, wenn der 2011 oder 2013 kam das raus, ich weiß nicht, eins von beiden kam 2011 und das andere 2013 raus von Beyond Two Souls und dem Spiel. Ich meine, das sind über 10 Jahre schon, wenn man sich das denkt. Das ist also ganz ehrlich, für die Zeit auf jeden Fall top von der Grafik her auch, dass alles sich so flüssig bewegt. Ist ein krasses Spiel, ist einer der Gründe, warum ich eine PS4 habe. mega geiles Spiel, also ich kann wirklich nichts Schlechtes außer halt die Steuerung finden. Also es hätte gern länger sein können, noch ein bisschen verstrickter und alles und noch so Nebenquest und alles. Aber im Großen und Ganzen, also wirklich Daumen hoch für die Entwickler. Geiles Spiel. Arbeitet noch ein bisschen an der Steuerung, vielleicht sind Alternative, diesen komischen Drehbewegungen. Aber ja, also ich hoffe, euch hat es auch so gut gefallen wie mir. Ich fand es super spannend, super geil. Wie gesagt, es war teilweise sogar blind am Ende. Also den Anfang habe ich ja gewusst, aber ja, dann nimmer. Also eigentlich ab der heutigen Folge war, also ab der heutigen Aufnahme ist eigentlich alles neu für mich gewesen. Aber ich fand es richtig geil. Und ich kann nur sagen, wirklich Top-Spiel. Und auch Props an mich und die Community, dass wir das so geil hinbekommen haben, dass kein einziger gestorben ist außer halt der Shelby. Wenn ihr wissen wollt, was die alternativen Enden sind, die kann man googeln. Ich glaube, es gibt 30 verschiedene Enden oder so. Aber wir haben das Beste vom Besten draus gemacht. Und wirklich, ich hätte es nicht gedacht, dass wir das hinkriegen. Ich habe heute allein schon mit dem Doktor gedacht, dass er uns kaputt geschlagen hat und ich nicht mal diese Karte da hatte aus dem Schlafzimmer. Aber ich dachte, das war's jetzt. Da dachte ich wirklich, nee. Aber ja, also, vielleicht werde ich das irgendwann nochmal spielen. Das Problem ist halt nur an den Spielen. Das spielt man halt einmal, dann weiß man, wie es ausgeht und hat man dann nicht mehr so viel Bock drauf. Aber im Großen und Ganzen fand ich es mega, mega nice. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon 5-mal gesagt. Und ich kann es nur jedem empfehlen, der praktisch so Story-Games feiert, kann ich nur empfehlen, dieses Spiel zu spielen. Also wenn ihr irgendjemanden kennt, der auf der Suche ist nach so einem ähnlichen Spiel wie Life is Strange oder Beyond Two Souls, könnt ihr auf jeden Fall sagen, Heavy Rain, probier's aus. Ist, glaube ich, auch nicht mal so teuer. Also ich habe das ja in Doppelpack gekauft und ich glaube, das hat nur 5 Euro dann gekostet. Und ich finde, das geht. Auf jeden Fall mega geiles Spiel. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was man noch alles so... Ach ja,
was man noch alles so spielen könnte. Schreibt es gerne in die Kommentare. War ein geiles Spiel. Wir sind durch. Bis zum nächsten Let's Play von mir. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye.